Prinz William steht an erster Stelle der britischen Thronfolge. Nach seinem Vater König Charles wird er zum Monarchen Großbritanniens. Schon jetzt ist klar, William will einiges verändern. Diesen Plan verfolgt er. William hat eine signifikante Reduzierung der Anzahl arbeitender Royals ins Auge gefasst. Laut dem Royal-Kommentator der Daily Mail, Richard Eden, der sich auf Insiderquellen beruft, strebt William ein europäisches Modell der Monarchie an, ähnlich dem von Schweden oder Dänemark. Eden zitiert eine Quelle, die behauptet, wenn die älteren Familienmitglieder in den Ruhestand gehen, wird seine königliche Hoheit niemanden sonst einladen, arbeitender Royal zu werden. William scheint sogar zu überlegen, ob seine jüngeren Kinder, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, überhaupt als arbeitende Royals fungieren sollen. Derzeit sind William, seine Frau Prinzessin Kate, Prinz Edward und Sophie, Herzogin von Edinburgh, die einzigen vier arbeitenden Royals unter 70 Jahren. Diese Pläne stoßen jedoch nicht überall auf Zustimmung. Williams Tante, Prinzessin Anne, hat sich bereits kritisch zu einer verschlankten Monarchie geäußert. In einem Interview mit CBC sagte sie, nun, ich denke, das verschlankte Modell wurde in einer Zeit erwähnt, als es noch ein paar mehr Leute gab. Aus meiner Sicht klingt das nicht nach einer guten Idee. Ich bin mir nicht sicher, was wir sonst tun können. Bis William seine Pläne in die Tat umsetzen kann, dauert es wohl noch ein wenig. Die Unterstützung seines Vaters dürfte ihm jedoch schon gesichert sein. Auch Charles' Plan war es, die Anzahl der aktiven Royals zu reduzieren.